Was bedeutet eigentlich transponierendes Instrument? Hallo, hier ist wieder Bernd von Saxbrick oder saxvideotraining.com. Ihr seid hier in der Daily Saxophone Show. Ich zeige euch jeden Tag eine kleine Übung oder irgendwelche Tipps und Tricks zum Thema Saxophon. Und heute geht es darum, was bedeutet transponierendes Instrument. Ich habe hier ein Altsaxophon, da sagt man auch S-Alt-Saxophon dazu. Also das ist ein Instrument, was nach S transponiert. Was bedeutet das? Das S ist erstmal nicht der Buchstabe S, sondern der Ton S. Das bedeutet, das ist ein E mit einem B davor. Schreibt man, wenn man es als mit Buchstaben schreibt, ES. Das ist also ein S-Instrument. Und das kann, wenn ihr alleine spielt, also wenn nur ihr spielt, kann euch das völlig egal sein. Ne? Ihr spielt einfach so wie immer. Euch muss nicht interessieren, was da vorne rauskommt, ob das jetzt der Ton oder der Ton ist. Ihr seid in eurer Welt, in eurer Altsaxophon-Welt. Wenn ihr aber jetzt mit einem Pianist zusammenspielen wollt oder mit einem Freund, der Gitarre spielt, dann müsst ihr natürlich wissen, was das bedeutet. Wenn ihr spielt, kommt tatsächlich ein anderer Ton raus, wie jetzt auf einem anderen Instrument, auf einem C-Instrument. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein C greife, dann ist das für mich in meiner Altsaxophon-Welt ein C. Ja, ich spiele das C hier. So. In Wirklichkeit kommt da aber kein C raus, sondern ein S. Deshalb nennt man das Altsaxophon auch ein S-Alt-Saxophon oder ein S-Instrument. Man bezeichnet das immer dann, je nachdem, was für ein Ton beim C rauskommt. Wenn ihr ein Tenorsaxophon spielt, das Tenorsaxophon ist ein B-Instrument oder auch B-Tenorsaxophon. Wenn ihr da ein C spielt, da kommt, wie könnte es anders sein, ein B raus. Deshalb nennt man das ein B-Instrument. Okay, ich zeige euch das mal. Schauen wir uns mal die Tastatur vom Klavier an. So. Vielleicht kennt ihr die sogar, die Klaviertastatur. Wenn ihr die euch anschaut, dann habt ihr hier das C. Das ist der Ton C. Das kann man eigentlich ganz leicht erkennen. Ihr könnt euch an den schwarzen Tasten orientieren. Ihr habt immer ein Pärchen mit zwei schwarzen Tasten und dann ein Pärchen mit drei schwarzen Tasten. Immer so kleine, so kleine Sets. Zweier-Set, Dreier-Set. Und wenn ihr die Zweier nehmt, hier der unterste schwarze, da direkt unten dran, das ist das C, der Ton C. Und wenn ich den drücke, dann kommt auch tatsächlich ein C raus, weil das Klavier ist kein transponierendes Instrument, das klingt so, wie es ist. Ne? Also C ist da gleich auch C. So. Jetzt spiele ich beim Saxophon, ist das C ja hier. Also der Mittelfinger oben. Und wenn ich diesen Ton spiele, dann ist es ein ganz anderer. Ja, kommt kein C raus. Da kommt ein S raus. Das ist ein S-Instrument. Also kommt, wenn ich ein C greife, ein S raus. Das hier, C, D, E. Das ist das E. Und mit einem B davor wird es einen Halbton tiefer. S. So. Das bedeutet, wenn ich hier mit dem Saxophon in C was spielen will, dann muss mein Pianist, mein Begleiter, der muss dann in S spielen, damit wir gleich klingen. Also ich mache mal den Akkord und spiele mal hier eine C-Dur-Tonleiter. Ihr seht, ich mache das hier, ich denke in C und der Pianist, der muss 1, 2, 3 Halbtöne höher denken. Dann hat er meine Tonart. Das heißt, wenn ich in F spiele, dann muss der Pianist 3 Halbtöne höher denken. 1, 2, 3. Also muss er Ass spielen. Mal ausprobieren. Ich spiele hier F-Dur. Ja, funktioniert. Anders wiederum. Wenn jetzt zum Beispiel mein Pianist sagt, ich will gerne was in F spielen. Ja. Wir sind ja eben vom Saxophon zum Klavier 3 Halbtöne hochgegangen. Jetzt müssen wir es andersrum machen. Also der Pianist will F-Dur spielen. Also gehen wir 3 Halbtöne runter.
von F. 1, 2, 3. Das heißt, wenn der Pianist F-Dur spielt, dann spielen wir D-Dur. Das ist das D. Mal ausprobieren. D ist hier. Hier unten. Also, funktioniert. Gut, ich stelle es mal wieder anders rein. Okay, hier bin ich wieder. So. Das ist tatsächlich beim Altsaxophon, was nach S transponiert, ist das ein bisschen kompliziert. Also wenn ihr ein B-Saxophon spielt, ein B-Tenorsaxophon oder ein Sopransaxophon, was nach B transponiert, dann ist es einfacher, weil die Transposition ist nur ein Ganzton daneben. Also ihr klingt einen Ganzton tiefer, als es eigentlich ist. Und das hier ist anders, das ist eine Sechste tiefer oder eine kleine Terz, je nachdem, wo man hingeht. Okay, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ihr könnt euch das Video ja nochmal anschauen. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Ich sehe das immer bei meinen Schülern, wenn ich anfange, das zu erklären. Ist erstmal ein riesen Fragezeichen immer über dem Kopf. Was soll denn das und so? Das wird eigentlich dann interessant, wenn ihr mit anderen zusammenspielt. Und wenn ihr das ein paar Mal, wenn ihr in der Situation schon ein paar Mal wart und ihr müsst einfach Tonarten suchen, irgendwann habt ihr es auch verstanden. Ja, ihr müsst das tatsächlich dann ausprobieren mit euren Mitmusikern. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt, also einen Daumen hoch. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hier unten hinterlassen. Ihr könnt mir Fragen stellen zum Thema Saxophon oder auch allgemein zur Musik, zur Improvisation, was ihr gerne wissen möchtet oder wo ihr gerne noch ein Video dazu sehen wollt. Gut, jetzt habt ihr erstmal was, worüber ihr nachdenken könnt. Ihr könnt, wenn ihr ein Klavier habt und ein Keyboard, könnt ihr das ja mal ausprobieren. Sucht euch mal die Töne, wie die klingen. Und versucht dann hier, die auf dem Saxophon zu finden. Na? Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao. Hier habt ihr das H. Diese drei.